es kam auch so ein Artilleriebeschuss von Russen und auch dann haben wir ziemlich gut alle versorgt. Die werden nicht sterben, ja, in der nächsten Zeit. Und irgendwie in einem Moment habe ich das so mit dem Seitenblick bemerkt, da stimmt was nicht, ja. Und dann habe ich mich gedreht, da war ein achtjähriges Mädchen mit so einer Wunde im Kopf. Dann war komplett Ruhe. Wir haben gesagt, jetzt müssen wir alle uns auf dieses Mädchen konzentrieren. Wie gehst du mit so viel Leid um? Ich habe mich dann so eingestellt von Anfang an. Ich wusste, wenn ich jetzt so dran denke und so tief da reingehe, da kann ich nicht mehr funktionieren. Mhm. Ich kann keinem mehr helfen, ja.